Allgemeine Bemerkungen. Am Ende dieser Studien denke ich, dass es nützlich sein wird, einige Beobachtungen zu machen, über die Natur oder den Charakter der Sprache Nahuatl. Diese gehört zur Klasse der mehrsilbigen Sprachen. Diese ist äußerst klangvoll und harmonisch, dank der Vielzahl von Liquida, ist gleich, Fließlaut wie der L-Laut oder R-Laut, und Vokalen, die in die Zusammensetzung der Silben zusammengehen. Diese eignet sich wunderbar, durch die eigentümliche Methode der Eingliederung, für die Bildung von Wörtern. Daher ihre bemerkenswerte Fülle von Ausdrücken. Viel seltener ist Juxtaposition, ist gleich, Zusammenrückung der Glieder einer syntaktischen Fügung, als besondere Form der Wortbildung, oder Agglutination, ist gleich, Verschmelzung von Wörtern. Nahuatl hat zahlreiche Bezüge, in Bezug auf Zergliederung und Syntax, zu Japanisch und Chinesisch. Damit wollen wir nicht sagen, dass die Sprache der Azteken das östliche Ende des asiatischen Kontinents als Wiege genommen hat, es sei denn, wir tun nicht große Veränderungen zulassen, wie sie manchmal vorkommen. Fußnote 31. So hat Alfred Mori auf dem Gebiet der Schrift durchaus anerkannt, dass die Japaner die chinesischen Schriftzeichen spätestens gegen Ende des 3. Jahrhunderts erhielten, obwohl die japanische Sprache mehrsilbig und die chinesische einsilbig war. Sie haben diese sich nach und nach angeeignet und haben gebildet eine Silbenschrift namens Manyokana, die im 8. Jahrhundert, nach den Kürzungen durch den Bonzoshimo Mitsimabi, aus 47 Zeichen bestand. Fußnote 32. Fußnote 31. Der Graf Kletschkowski hat jedoch gesagt in seinem allmählichen und vollständigen Kurs des gesprochenen und geschriebenen Chinesisch, Band 1, Seiten 2 und 3. Nahuatl im alten Mexiko ist nichts anderes als das Echo der chinesischen Sprache, aufgrund eines direkten Zustroms von Chinesen, wie der in unserer Zeit stattgefunden hat, in genau der gleichen Richtung, über den Pazifik, über das kalifornische Land. Fußnote 32. Revue des deux mondes. Band 11, Seiten 134 bis 136. Les origines de l'écriture. Heute versuchen die Japaner eine äußerst wichtige neue Reform. Sie haben gerade die Weisen in Tokio zusammengebracht, um das europäische Alphabet auf die Klänge der japanischen Sprache anzuwenden. Bevor also über die Frage nach dem Ursprung der Sprache Nahuatl entschieden wird, ist es daher notwendig, zahlreiche Beweise vorzulegen und sich nicht von bestimmten Analogien oder mehr oder weniger zufälligen Parallelen mitreißen zu lassen. Eine solche Arbeit wird erst möglich sein, wenn die verschiedenen Sprachen des amerikanischen Kontinents sorgfältig studiert und ernsthaft miteinander verglichen wurden. Wie dem auch sei, die Sprache Nahuatl ist extrem einfach und kann auf wenige Prinzipien reduziert werden, wie wir es versucht haben. In unseren Studien wird es möglich gewesen sein, zu unterscheiden, dass Substantive zwei große Klassen bilden. Die Lokative, die immer enden auf einer Postposition, die es uns erlaubt, diese zu unterscheiden und gleichzeitig die bildlichen Zeichen zu lesen, die dazu dienen, die Orte zu bezeichnen. Und die Namen von Personen oder Dingen, die enden auf Nahuatl-Teil und so weiter, die in der Regel in einer konkreten Weise dargestellt werden, mit einer Abänderung der Wortendung. Hauptsächlich erscheinen die Namen der Personen, die bezeichnen die Glieder des menschlichen Körpers, in einem Wort. Und alle diejenigen, die sich auf das Individuum beziehen, erscheinen immer untrennbar verbunden mit den Besitzer andeutenden Adjektiven, Nahuatl-Teil, und so weiter. Die allgemeine Idee ist nicht gegeben durch den einfachen Begriff selber, sondern durch einen Applikativausdruck, der auf die Kollektivität hinweist.
Zum Beispiel wird gesagt, Navatl-Teil, unsere Nase, die Nase im Allgemeinen. Navatl-Teil, unser Hals, der Hals im Allgemeinen. Navatl-Teil, unsere Hand, unser Arm. Navatl-Teil, unser Wille, der Wille im Allgemeinen. Und so weiter. Nur animierte Lebewesen haben den Plural. Die Nomen der Dinge bleiben unverändert, so als ob die Vielfalt der Objekte ihren einheitlichen Charakter nicht zunichte machen würde. Nach der spanischen Eroberung, als die Sprache Nahuatl mehrere Änderungen erfuhr, haben die Substantive alle den Plural, und zwar ohne Unterschied. Personalpronomen sind verknüpft mit Substantiven, Adjektiven und Verben. So sagt man. Navatl-Teil, ich, bin, ein Sünder. Navatl-Teil, du, bist, gut. Navatl-Teil, du, bist, mein Sohn. Und so weiter. Dies geschieht, weil das Fehlen eines substantivbezogenen Verbs, die Nebeneinanderstellung unerlässlich, unentbehrlich macht, um den Zusammenhang zwischen den beiden Begriffen anzudeuten. Der polysynthetische Sprachbau, von dem so viel bezüglich den alten amerikanischen Sprachen gesprochen wurde, ist in der Zusammensetzung der Nava-Wörter reduziert auf das Zusammentreffen von höchstens zwei oder drei Begriffen. Es sei denn, man will synthetische Ausdrücke nennen, zu den vollständigen Sätzen, wie zum Beispiel Navatl-Teil, o, mein verehrter Vater, bei dem das Substantiv Navatl-Teil und die Höflichkeitform Navatl-Teil eher abgekürzt werden müssen, durch Euphonie ist gleich Wohlklang, Wohllaut, als durch Einverleibung. Und diese bilden mit dem Possessiv Navatl-Teil und der Vokativendung Navatl-Teil eine einzige Stimmabgabe, Sprachausgabe. Was den Satzbau betrifft, so erfordert die logische Reihenfolge, dass dem Subjekt unmittelbar das Attribut folgt, wie es in einer großen Anzahl von Sprachen, hauptsächlich semitischen Sprachen, zu beobachten ist. So sagt man. Navatl-Teil, ich rufe jemanden. Navatl-Teil, ich treffe, schlage, eine Sache. Navatl-Teil, ich baue mein Haus. Navatl-Teil, du machst Sitzmatten. Wenn das Attribut getrennt wird, um vor oder hinter dem Verb platziert zu werden, verwendet der Mexikaner, zwischen dem Pronomen und dem Verb, die Relative, Navatl-Teil, das den Platz des Attributs einnimmt, und dazu dient, es anzukündigen oder zu bestätigen. Beispiel. Navatl-Teil, ich baue mein Haus, das heißt, mein Haus mache ich. Navatl-Teil, du webst Sitzmatten. Und so weiter. Die Beziehungen zwischen Menschen und Dingen, und die durch das Verb angedeutete Handlung, werden dargestellt auf eine konstante und bedeutungsvolle Weise, so dass die Besitzer andeutenden Pronomen und Adjektive immer an erster Stelle stehen. Oft tut sogar das isoliert verwendete Personalpronomen dem Verb vorausgehen, obwohl es für die Bedeutung des Satzes nicht unbedingt notwendig ist. Navatl-Teil, du webst Sitzmatten. Dies ist jedoch keine Redundanz, ist gleich überflüssiges Vorhandensein, sondern einfach eine sehr häufige Bejahungsform, die eines der Merkmale der Geistesart der Sprache ist. Die Vorherrschaft, die dem Einzelnen gegeben wird, macht sich auch in der Verwendung der Postpositionen bemerkbar, die verbunden sind. Ohne diese jemals zu trennen, von den Possessiven, Navatl-Teil, und so weiter. Navatl-Teil, über mir. Navatl-Teil, zwischen uns. Navatl-Teil, in deiner Nähe. Navatl-Teil, mit ihm. Und so weiter. So wie es im Lateinischen heißt. Mecum, tecum, secum, vobiscum. Und so weiter. Beim Passiv der Verben finden wir wieder die Bedeutung, die der Person beigemessen wird.
Das Subjekt ist nie untergeordnet und tut implizit beibehalten die Aktivform. Es heißt: Nabattelteil, ich werde mit Brot belohnt. Es wird nie gesagt, dass ich von meinem Vater geliebt werde, du wirst von deiner Mutter gerufen, aber die Aktion wird aktiv. Nabattelteil, mein Vater liebt mich. Nabattelteil, deine Mutter ruft dich. Bemerkenswert ist auch die Einfachheit der Konjugation, das Fehlen des Infinitiv und der Partizipien und andererseits die Fülle der Wortendungen der Substantive und Adjektive, von denen viele von Verben abgeleitet sind. Auch diese haben besondere Wortendungen, die ihre Bedeutung ändern, ohne die Einheit der Konjugation, Verbbeugung, zu untergraben. Das sind die allgemeinen Prinzipien und Merkmale der Sprache, Nawatl. Es gibt zweifellos einige rudimentäre Formen, die auf das Altertum zurückgehen, oder die aus mehr oder weniger kultivierten Dialekten stammen. Aber die Verfahren sind einfach, regelmäßig und geben der Sprache eine gewisse Flexibilität, ist gleich Anpassungsfähigkeit. Der Aufbau des Satzes ist klar und einfach und scheint nicht mehr zu sündigen, als durch Überredundanz, ist gleich überflüssiges Vorhandensein. Jedenfalls ist die Sprache reich an Metaphern und es mangelt nicht an Eleganz. Ich kann nur einige Details nennen über die Art und Weise, wie ich das Wörterbuch zusammengestellt habe. Ich werde es so kurz wie möglich machen. Das Vokabular von Alonso de Molina, veröffentlicht in Mexiko, ist das einzige wirklich wichtige Lexikographiebuch, das über die Sprache der alten Mexikaner verfasst wurde, also habe ich es als Grundlage meiner Arbeit genommen. Fußnote 33. Außerdem sind die darin enthaltenen Begriffe vom reinsten Nahuatl und stammen aus der üblichen Sprache der zivilisierten Zentren von Anahuac, also Mexiko, und Texcoco. Der Autor zitiert jedoch bestimmte Wörter, die an anderen Orten verwendet werden, ohne ihre Herkunft anzugeben. Ich habe diese Worte beibehalten, die mir im Übrigen sehr begrenzt erscheinen. Fußnote 33. En casa de Antonio de Espinosa. 1571. Pequeño Infol, Vitela. Es ist bekannt, dass das Vokabular von Molina gegliedert ist in zwei Teile. Das spanisch-mexikanische Vokabular und das mexikanisch-spanische Vokabular. Fußnote 34. Nach dem Abschrieb der im zweiten Teil enthaltenen Begriffe oder Artikel, die sich auf etwa 24.000 belaufen, habe ich darauf geachtet, die Ausdrücke zu sammeln, die im ersten Teil vorkommen und nicht im zweiten Teil erscheinen. Diese lange und heikle Arbeit hat es mir ermöglicht, nicht nur die zahlreichen Auslassungen zu überprüfen, sondern auch die vielen Fehler zu erkennen, die ich mit äußerster Sorgfalt korrigiert habe. Nicht alle von Molina angegebenen Artikel sollten als richtige Wörter betrachtet werden. Eine große Anzahl von ihnen besteht aus Substantiven, die im Plural verwendet werden, oder denen vorausgehen, die Besitzer andeutenden Adjektive, Nahuatlteil, und so weiter. Ein Verb wird so oft wiederholt, wie es Personalpronomen ändert. Es gibt auch ganze Sätze, die dem Leser, der in Nahuatl nicht sehr erfahren ist, wie einfache Wörter erscheinen mögen. Folgendermaßen wird es gelesen ohne Unterbrechung. Nahuatlteil, abgeleitet von Nahuatlteil, du weißt, was gut für dich ist, du weißt, was bequem ist. Nahuatlteil, abgeleitet von Nahuatlteil, ich bin außer Atem, ich bin kurzatmig. Nahuatlteil, abgeleitet von Nahuatlteil, was machst du da? Und so weiter. Fußnote 34. Der erste Teil besteht aus 122 Blatt Papier und der zweite aus 162. Beide mit zwei Spalten.
Ich habe alles auf einfache Worte reduziert, außer die Phrasen, die Namen, die den Besitzern zugeordnet sind, und so weiter, wenn ich die Beispiele nenne. Was die Verben betrifft, so habe ich mich dem Tempus Präsens genähert, aus dem Tempus Präteritum oder dem Tempus Perfekt, die Molina verbannt hat, zum Ende jedes Artikels. Und ich habe die Personalpronomen markiert, so dass diese durch ein Bindestrich vom Verb getrennt sind. Diese Pronomen sind in der Regel die des erste Person Singular. Ich habe im Allgemeinen mit dem Infinitiv übersetzt, außer in den Beispielen, wo die Interpretation erfolgt ist nach dem Text, und fast immer auf den Buchstaben genau. Selbstverständlich wurden diese Beispiele übernommen von den besten Autoren, wie Olmos, Carocci, Paredes und so weiter, und die Quellen sind sorgfältig angegeben. Viele geografische, historische und andere Begriffe wurden übernommen von Sahagún, Hernández, Betancourt, Clavijero, Chimalpajín und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich ihre Anzahl auf mindestens 2000 schätze. Diese Wörter schienen mir notwendig, um die Untersuchungen zu erleichtern und um Verwechslungen zwischen Ortsnamen und Personennamen mit gebräuchlichen Namen zu vermeiden. Ohne Zweifel sollten sie eine große Hilfe für diejenigen sein, die die Sprache und Zivilisation der alten Mexikaner studieren wollen. Es gibt einen Teil, der sich zweifellos als der wichtigste und nützlichste erweisen wird. Dieser bezieht sich auf die Wortwurzeln. Dieses Werk bietet, abgesehen von seiner Originalität, den Vorteil, die Herkunft und Zusammensetzung der Wörter anzugeben und sie auf einige hundert Wurzeln zu reduzieren, mit deren Hilfe das Erlernen der Sprache Nahuatl erleichtert wird. In der Tat führt derselbe Begriff manchmal zu bis zu 15 oder 20 verschiedenen Ausdrücken, was in dem Beispiel zu sehen ist, das sofort gegeben wird. Es wäre sehr nützlich gewesen, eine ähnliche Arbeit mit allen Wörtern der Sprache Nahuatl zu machen, aber ich wagte es nicht, weil ich zu weit gegangen wäre, und es wäre eine zu lange Einleitung gewesen, die zweifellos weit über die üblichen Grenzen hinausgehen würde. Aus dem Verb Nahuatl-Teil, essen, schlucken, verschlingen, werden die folgenden Wörter abgeleitet. Nahuatl-Teil, gut, angenehm, verwendet für Menschen und Dinge. Nahuatl-Teil, guter Mann. Nahuatl-Teil, gute Frucht. Nahuatl-Teil, abgeleitet von Nahuatl-Teil, schlecht, nicht gut. Nahuatl-Teil, die Güte, die Freundlichkeit. Nahuatl-Teil, essbar, kann gegessen werden. Nahuatl-Teil, guter Ort, Zuflucht oder günstige Zeit. Nahuatl-Teil, gut werden. Nahuatl-Teil, gut zurückkehren, reparieren, wiederherstellen und so weiter. Nahuatl-Teil, die Freundlichkeit, das Wohlwollen, die Großzügigkeit. Nahuatl-Teil, mit Freundlichkeit. Nahuatl-Teil, der Menschenfresser, die Bestie. Nahuatl-Teil, die Grausamkeit, die Wildheit. Nahuatl-Teil, die Handlung des Essens, das Speisen. Nahuatl-Teil, die Essenszeit. Nahuatl-Teil, das Essen. Nahuatl-Teil, Essen, alles was gut ist zu essen. Nahuatl-Teil, das Esszimmer, derjenige der isst. Nahuatl-Teil, kochen, zubereiten einer Mahlzeit. Nahuatl-Teil, das Esszimmer, der Speisesaal. Nahuatl-Teil, der Esstisch. Des Weiteren ist es möglich, aus dem Verb Nahuatl-Teil abzuleiten, das Substantiv Nahuatl-Teil, das Körperteil das ist, das heißt, der Kopf, und durch extreme Ausdehnung, Streckung, einer Sache. Wie auch das Wort Nahuatl-Teil, die Hand, der Arm, abgeleitet ist von dem Verb Nahuatl-Teil,
nehmen, ergreifen. Wenn man die Reduplikation berücksichtigt, erhält man Navatl-Teil, beißen, zu beißen. Navatl-Teil, kauen, zerkauen. Navatl-Teil, ausgezeichnet, großartig, herrlich. Und so weiter. Sowie die zusammengesetzten Wörter. Navatl-Teil, guter weiser Mensch. Navatl-Teil, die Bewirtung, die Speisekammer. Navatl-Teil, schnell. Und so weiter. Man wird sehen, dass die Anzahl der Wortwurzeln relativ gering ist und dass die Kenntnis der Nava-Begriffe ohne allzu viele Schwierigkeiten erreicht werden sollte. Nur durch die Wurzel der Wörter kann die Bedeutung der Wörter geklärt werden, und Begriffe, die unterschiedliche Bedeutungen haben, können mit der gleichen Rechtschreibung leicht unterschieden werden. So wird Navatl-Teil verstanden im Sinne von böse, grausam, unmenschlich, und während Navatl-Teil verstanden wird im Sinne von guter Mensch, großzügiger Mensch, dann wenn es sich bezieht auf einen Seemann, Mann des Meeres, abgeleitet von Navatl-Teil, Wasser, in der Zusammensetzung Navatl-Teil und von Navatl-Teil, Mensch. Navatl-Teil bedeutet Besitzer von Maiskolben, abgeleitet von Navatl-Teil. Oder Besitzer von Frost, Kälte, kaltes Wetter, abgeleitet von Navatl-Teil, Eis. Navatl-Teil ist der Plural von Navatl-Teil, Schlange. Aber es kann auch bedeuten, krank sein. Oder viel kaufen, oft kaufen, als Reduplikation von Navatl-Teil. Das Adverb Navatl-Teil, jetzt, besteht aus dem Verb Navatl-Teil, erreichen, berühren, und Navatl-Teil, die Stelle, der Augenblick, der Moment. Wir werden nicht länger bestehen auf die Bedeutung von Wortwurzeln, sondern nur noch sagen, dass wir diese am Ende jedes Artikels sorgfältig angegeben haben. Falls diese zweifelhaft erschienen, haben wir darauf hingewiesen und uns in Fällen der Stimme enthalten, die sehr selten sind und in denen es nicht möglich war, zufriedenstellende Hinweise zu geben. Abgesehen von den Grammatikern, die oft darauf geachtet haben, die Herkunft und Zerlegung der Wörter anzugeben, haben die Lexikographen, ist gleich, Verfasser eines Wörterbuchs, in dieser Hinsicht nichts unternommen. Ihre Werke sind sicherlich nicht sehr bedeutend und werden alle von dem Wortschatz des Molina überschattet, der viel umfangreicher und vollständiger ist. In der Neuzeit haben die Sprache und die Zivilisation des alten Mexikos die Aufmerksamkeit der Weisen viele Male auf sich gezogen, aber ihre Studien waren selten darauf ausgerichtet, ein Wörterbuch zu schreiben. Erwähnenswert ist das Glossarium Azteco Latinum, das nach der Zusammenstellung der von Sahagún in Mexiko verfassten Evangelien eingefügt wurde, die Bernardinus Biondelli veröffentlicht hat, mit einer lateinischen Übersetzung. Fußnote 35. Dieses Glossar, ist gleich, Wörterverzeichnis, enthält die für die Interpretation des Navatl-Textes notwendigen Begriffe, die der Autor aus dem Wortschatz des Molina übernommen hat, ohne mehr als eine einzige Änderung vorzunehmen, nämlich nach jedem Verb die verschiedenen Bedeutungen zu gruppieren, in denen es verwendet wird. Das Glossar wurde separat veröffentlicht. Fußnote 35. Evangeliarium, Epistolarium et Lectionarium Aztecum sive Mexicanum ex antiquo codicis Mexicanos nuper reperto de promptum cum praefazione interpretatione ad notationibus glossario, Mediolani. Gedruckt von Jos, Bernardoni QM, Ioannis. Im Jahr 1858,
in 40. Auflage, Seiten 49 bis 574. Fußnote 36. Leipzig, B.G. Teubner, 1880. In Deutschland hat J. Platzmann vor einigen Jahren den Wortschatz von Molina nachgedruckt. Fußnote 36. Es ist ein sehr schönes Faksimile, ist gleich 1:1 zum Original, in dem der Herausgeber zu viel gewissenhaft die gröbsten Rechtschreibfehler fortbestehen lassen hat. Ich möchte auf Folgendes hinweisen. Navattelteil, abgeleitet von Navattelteil, Schiffsflanke. Navattelteil, abgeleitet von Navattelteil, seid vorsichtig, seid achtsam. Navattelteil, mit einem Aufruf zum Wort Navattelteil, das weggelassen wurde und übersetzt werden muss mit ein Gerät zum Rühren des Kakaos. Navattelteil, abgeleitet von Navattelteil, Schüssel. Und so weiter. Es scheint mir, dass Platzmann unter Beachtung von dem Text des Molina solche sachlichen Fehler hätte vermeiden können, indem er, wenn nötig, mit einem besonderen Zeichen auf die korrigierten Artikel hinweist. Trotz dieser Unvollkommenheit hat das Buch, das Platzmann veröffentlicht hat, der Wissenschaft einen Dienst erwiesen, da es für Menschen, die die mexikanische Sprache studieren wollen, zugänglicher ist als die Originalausgabe von Molina. Seine Veröffentlichung, die erschien während der Drucklegung meiner Werke, war für mich ein starker Ansporn. Ich habe darin den Beweis gesehen, dass ein sorgfältig ausgearbeitetes mexikanisches Wörterbuch, das den derzeit verwendeten Methoden folgt, große Möglichkeiten hatte, positiv aufgenommen zu werden. Deshalb habe ich nichts vernachlässigt, so dass meine Arbeit der klugen Öffentlichkeit würdig war, die berufen wurde, diese zu beurteilen. Gleichzeitig mit dem Wunsch nach Vollständigkeit habe ich die Wiederholung der Beispiele vermieden und habe alle Wörter abgelehnt, die meiner Meinung nach keine perfekte Authentizität, Glaubhaftigkeit boten. Ich war besonders vorsichtig bei den Abschweifangehen, aufgrund der Vorstellungskraft, also beschränkte ich mich darauf, die Autoren zu studieren und all die interessanten Informationen zu nutzen, die sie mir geben konnten. Diese Untersuchungen haben eine lange und schwierige Entscheidung erfordert. Dies wird die Bedeutung und der Nutzen meiner Arbeit sein. Er kann mit vollem Vertrauen zu Rate gezogen werden, und mit Ausnahme einiger typografischer, ist gleich, übliche Rechtschreibung, Fehler, die in einem so ehrgeizigen Werk unvermeidlich sind, wird er die genauen Angaben machen, die sehr prägnant geschrieben sind, aber ausreichen, um die Schwierigkeiten der Sprache Nahuatl zu klären und zu überwinden, sowie um der Leitfaden zu sein, bei der Erforschung der mexikanischen Altertümer. Wenn die Öffentlichkeit, die vor 10 Jahren meine Ausgabe der mexikanischen Grammatik von Pater Andrés de Olmos mit Wohlwollen begrüßte, mit dem Wörterbuch ebenso zufrieden ist, werde ich voll und ganz zufrieden sein und die erfreuliche Gewissheit haben, dass ich meine Zeit nicht verschwendet habe und der Wissenschaft in was nützlich war. Paris, den 12. Juni 1885. Inhaltsverzeichnis der Grammatik. Wörterbuch der Nahuatl oder mexikanischen Sprache. Anmerkung des Redakteurs. Biografische Notizen. Einleitung. Allgemeine Bemerkungen. Die Auflistung der zitierten Autoren. Die Abkürzungen in diesem Wörterbuch. Inhaltsverzeichnis der Grammatik. Grammatikstudien. Erster Teil. Die Buchstaben. Die Vokale und die Diphthonge. Die Konsonanten. Die Wörter. Die Nomen. Zusammengesetzte Nomen. Das Genus. Der Plural. Die Adjektive.
Die Qualität beschreibenden Adjektive. Die Besitzer beschreibenden Adjektive. Mehrere Nomen, die gebunden sind an Besitzer beschreibende Adjektive. Das unbestimmte Adjektiv. Die demonstrativen Adjektive. Die Anzahl beschreibenden Adjektive. Die Zahl Adjektive. Die Ordnungszahl beschreibenden Adjektive. Die Pronomen. Die Personalpronomen. Die Reflexivpronomen. Die Relativpronomen. Die unbestimmten Pronomen. Die Interrogativpronomen. Die Distributivpronomen. Die Verben. Die Bildung der Tempora. Besondere Wortendungen bei den Verben. Die Höflichkeit Verbformen. Die Reduplikation Verbformen. Die unpersönlichen Verbformen. Die unregelmäßigen Verben. Die abgeleiteten Verben. Die zusammengesetzten Verben. Die Präpositionen. Die Adverbien. Die Konjunktionen. Die Zwischenrufe, Ausrufe. Zweiter Teil. Die Syntax, die Satzlehre. Die Vereinigung zweier Nomen. Die Verwendung des Vokativ. Die Verwendung der Qualität andeutenden Adjektive. Vergleiche und der Superlativ. Die Verwendung der Personalpronomen. Die Verwendung des Zahlenadjektiv, Navatl-Teil. Das Nichtvorhandensein des Verbs, sein, wie. Die Verwendung des Objekt. Die Pluralität des unausgesprochenen Subjekt. Verben, die das Ziel angeben. Verben, die hindeuten auf Veranlassung. Die Verwendung der Höflichkeitsformen der Verben. Verben mit Reduplikation. Die Verwendung der Tempora. Die Verwendung des Verb, Navatl-Teil. Die Verwendung der Nomen, Navatl-Teil. Die Verwendung des Modus Passiv. Die Verwendung der Postpositionen. Die Verwendung der Adverbien des Ortes. Die Verwendung der Adverbien der Zeit. Die Verwendung der Adverbien der Quantität. Die Verwendung der Adverbien des Modus. Die Verwendung der Konjunktionen. Die Abkürzungen in diesem Wörterbuch. Adjektiv. Adjektiv demonstrativ. Adjektiv Zahl. Adjektiv possessiv. Adjektiv abgeleitet aus einem Verb. Adverb. Augmentum. Kalenderwort. Landeshauptstadt. Siehe. Ergänzung, Objekt. Konjunktion. Verkleinerung Form, Diminutiv. In der Zusammensetzung. Tempus Zukunft. Reduplikation, Frequentativ. Naturgeschichte. Imperativ. Tempus Imperfekt. Unpersönlich. Unbestimmt. Indikativ. Name eines Werkzeugs, Instrumentalis. Interrogativpronomen. Interjektion, Zwischenruf. Linguistik. Wortwörtlich. Adverbialphrase. Negation. Optativ. Tempus Präteritum oder Tempus Perfekt. Partikel. Passiv. Person. Plural. Tempus Plusquamperfekt. Im weiteren Sinne. Possessiv. Postposition. Laut ausgesprochen. Tempus Präsens. Einzigartige Ausnahme. Pronomen. Unbestimmtes Pronomen. Personalpronomen. Relativpronomen. Reflexivpronomen. Provinz. Wortwurzel oder Wortwurzeln. Höflichkeitform, ehrende Form. Nomen. In bildlicher Bedeutung, im übertragenen Sinne. Vom verbal abgeleiteten Substantiv. Synonym, bedeutungsgleich. Synkope, ist gleich, Redewendung, rhythmische Konstellationen. Singular. Konjunktiv. Theologie.
Unregelmäßiges Verb. Neutrales Verb. Vokativ. Wort oder Wurzel. Zweifelhaft oder ungewöhnlich. Im Spanischen oder im Französischen Original. Die Auflistung der zitierten Autoren. Wörterbuch des Nahuatl oder der mexikanischen Sprache.